Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Schlaflos. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wir spielen mal wieder der Spielzeugmacher. Das letzte Mal haben wir Blutkonserven in einem Kühlschrank gesehen. Jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Also, wie gesagt, wer will, kann sich das gerne durchlesen, einfach auf Pause drücken. Es ist mir einfach zu viel Text, das jedes Mal vorzulesen, dann würde das Let's Play einfach viel zu lange dauern. Also könnt ihr das ruhig tun. Okay, wir sind in einem Hinterhof. Und dann werden wir mal sehen, was wir so Schönes finden müssen. Also, wir brauchen einen Bumerang. Eine Taschenlampe. Ich sehe einfach gar nichts. Ein Kleiderbügel. Den habe ich gefunden. Mikrofon. So schaut es übrigens auch immer in meinem Zimmer aus, wenn ich nicht aufräume. Total ordentlich. Voll den guten Überblick. Ein Hahn. Ja, der Teddy ist süß. Brauchen wir einen Teddy? Nee. Aber eine CD. Eine Gabel. Bist du ein Türgriff? Ja. Der Basketball. Okay, den müssen wir wohl erst aufpumpen, oder? Ein Hahn. Die Schachtel. Ein Medaillon. Das Xylophon. Immer noch nicht den Bumerang gefunden. Bumerang, Bumerang, Bumerang. Ich finde ihn nicht. Hallo? Denn hier ein Bumerang? Ich finde wirklich keinen. Ich gehe jetzt mal auf Tipp. Ach, hier ist der Hahn. Toll. Und der Bumerang? Bumerang? Hallo? Wir sind so schlecht. Ich bin so schlecht. Hä? Oh Gott, den hätte ich, glaube ich, nie im Leben gefunden, einfach. Ich habe eine Stammbaumschachtel gefunden. Ach, nee, wir laufen jetzt erstmal wieder. Wie so ein Bauer. Mit unseren Schritten. Und du. Okay, wir müssen also Köpfe dann finden. Einige der Gesichter fehlen. Wir sollten sie suchen. Doch, Stimme haben wir an. Okay. Na, okay, das nervt. Wir stellen es The mal trail wieder has aus. gone cold for the time being. I've only got a single report that links to the murderer directly. However, I've got a few places I can follow up at. Call it intuition. Okay. Wir haben wieder ganz viele Orte, die wir angucken können. Fangen wir doch mal hier oben an. Im Zimmer. Von dem Musiker. So, Dalle. Pizzastück. Yeah, fangen wir mit dem Essen an. Ja. Aufgabe erledigt, wir können aufhören. Da sehe ich schon gleich den Kopf. Diese komische, hässliche Gruselpuppe. Einen Notenständer. Das bist du. Dann ein Schirm, ein Schuh. Eine CD. Der Mond.
Ein Klavierspieler. Bist du das? Oder? Ach, hier. Geigenbogen. Da haben wir es. Ein Einhorn. Ich habe immer noch keinen Schirm gesehen. Und das Buch. Bist du ein Buch? Du bist auch kein Buch. Du bist auch kein Buch. Was ist das denn hier eigentlich? Hallo, wir brauchen einen Schirm und ein Buch. Ach, ein Buch. Und einen Schirm. Ich denke jetzt an einen Regenschirm. Oh, klar, total deutlich, aber nein, ich finde ihn nicht. Ich hätte gesagt, wir sammeln erst wieder alle. Und dann gucken wir mal. 17 Jahre alt. Gefunden, wir können aufhören. Ein Blitz. Eine Dose. Handschuh. Ein Flügel. Hast du damit gemeint? Nein. Das ist ein Blitz. Okay, da drin war also der Blitz. Blitz, nicht Blitz. Eine Brille. Eine Brille. Nö. Ach, hier. Ein Ohrring, den habe ich schon gesehen. Ein Helm habe ich auch schon gesehen. Ein Flaschenöffner. USB-Stick. Die liegen bei mir immer alle in einer Schale. Weil ich ganz schön viele habe. Ein Zahnrad. Ja, was das da ist, das weiß ich nicht so. Und den Flügel. Wie gesagt, ein Flugzeugflügel. Flügel kann ja auch ein Klavier gemeint sein. Logging. Hallo, ich möchte mich gerne anmelden. Hallo. Ich möchte gerne bitte zu meinen E-Mails, ne? Ja, Leute, ich bin ein bisschen jetzt überfragt. Ach, die Geisha. Jetzt hat er weg. Okay. Ja, Ein Flügel. Ja, ich dachte hier Flugzeugflügel, aber das ist es nicht. Dann kenne ich noch die so eine Flügel von Vögeln. Und das Instrument. Oh Mann. Hättet ihr es gefunden? Da ist aber schon ein bisschen der Bart schief, hä? Yeah! Wir freuen uns. Schaut ja auch mal schön aus. Ich glaube, es war beim Zirkus, ne? Genau, der Zirkus. Okay. Ach, ich finde die Maske irgendwie immer noch cool. Und da finden wir schon gleich die Dinger. Also ich finde die Gesichter, also oder die Gegenstände, die wir suchen, die könnten ruhig ein bisschen versteckter sein. Also ich weiß nicht, das sind immer so die Sachen, die ich sofort finde. Und alles andere, was eigentlich total unrelevant ist, ja, das dauert dann so ein bisschen bei mir. Also, wir suchen ein Windrad, wir suchen einen Ball, wir suchen, hier haben wir das Windrad, ein Kaninchen, yeah, ein Turban, du bist kein Turban, bist du ein Turban, ja, eine Zigarette, ein Halfter, von einem Pferd. Aber ich sehe irgendwie keins. Das ist eine Raupe. Das
Das ist nur das Einrad. Ah, seht ihr? Eine Pyramide. Das könnte doch auch als Pyramide durchgehen. Aber nein, die ist natürlich hier drüben. Also wirklich. Eine Eidechse. Wo krabbelt eine Eidechse rum? Hier. Das war jetzt aber auch richtig schön versteckt, ne? Ein Nietenhalsband. Ein Vorhängeschloss. Und eine Klaviertaste. Schaut aus wie ein Stück Kreide. Das schaut auch komisch aus hier. Da könnte ich jetzt auch nicht sagen, was das Bild darstellen soll. Du hier? Das ist es auch nicht. Nee. Also, wenn ich eine Klaviertaste wäre, wo würde ich mich verstecken? Wahrscheinlich in einem Klavier. Da würde mich niemals jemand finden. Ha. Hallo? Klaviertaste. Also ich finde, das ist ja gerade, ja. Aber das hier, dieser Unterbund, könnte jetzt Klaviertaste schon durchgehen, ne? Das gibt's doch nicht. Das hat jetzt so gut alles geklappt. Und jetzt finde ich diese blöde Taste nicht. Nein! Wir haben sie gefunden. Jetzt gehen wir wieder in die geile Küche. Also wenn jetzt da aber ne, mal eine Überprüfung stattfindet, ich weiß nicht, ob die durchkämen. Ich finde das hier, um ehrlich zu sein, sogar am schwierigsten, weil auch die Farben so wegen anders sind. Ich weiß nicht, gefällt mir zwar total, aber anders. Also ein Ei haben wir schon mal gefunden. Wir suchen eine Reibe. Und eine Zange. Eine Gurke. Eine Gurke, Gurke, Gurke. Gurke, 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 Gurke. Wir finden keine Gurke. Schaut aus wie Korallen. Walnüsse? Nee. Das sind Kartoffeln. Hier sind Walnüsse. Ein Nudelholz haben wir hier oben. Eine Amphore. Wenn ich jetzt noch mal wüsste, was das denn war. Eine Spachtel. Wo ist eine Spachtel? Okay. Ach, seht ihr mal, wir haben das Gesicht jetzt gar nicht mal am Anfang gefunden. Sondern sogar mal mittendrin. Hier. Die Handschuhe für den Ofen. Grüne Bohnen und eine Kaffeemühle. Kaffeemühle. Okay, das waren die Gurken. Da wäre ich auch nicht drauf gekommen. Eine Kaffeemühle. Das ist sicher so eine alte. Bist du eine? Nee, du bist auch keine. Oh, das ist... Ach, genau. War natürlich gewollt. Kaffee? Kaffee? Hallo? Hier ist der Kaffee, denke ich. Wo ist dann die Kaffeemühle? Und die grünen Bohnen. Das sind keine grünen Bohnen. Das schaut aus wie Pommes. Ach, das sind doch keine grünen Bohnen. Das waren sicher Pommes. Kaffeemühle. Das ist so ein Wasserding. Das ist Alkohol. Kaffee. Hier, ich habe sie gefunden. Und dann schauen wir noch beim letzten Teil rein.
28 und kann immer noch nicht aufräumen hier, Mensch. Also ehrlich. Eine Laterne. Ein Lesezeichen. Ein Rasierpinsel haben wir hier. Eine Schere. Bist du eine Schere oder eine Zange? Eine Zange. Du bist keine Schere. Hier ist eine Schere. Ein Griff. Bist du ein Griff? Nein, du bist kein Griff. Ist das ein Stachelarmband oder was? Ein Taschentuch. Ein Taschentuch war früher ein Tuch. Ein Muffins. Ein Hammer. Dim, 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 dim. Hammer, Hammer, Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Ein Elefant. Dann machen wir noch ein Parfüm, eine Fliege und einen Griff. Du bist keine Fliege. Eine Pommes. Nee, das ist gar nicht auch wieder eine grüne Bohne. Nee, also jetzt ein Griff. Warum hat man ein Nudelholz hier? Griff, Fliege, Parfüm. Das ist das Parfüm. Wo sitzt denn da irgendwo eine Fliege? Weil das ist es. Oh, ich habe doch vorhin drauf geklickt. Und ein Griff. Ein Griff. Ich wiederhole mich. Ein Griff. Yeah, die beste Methode. Einfach mal alles blöd durchklicken und es trotzdem nicht finden. Sind wir nicht super? Ernsthaft? Das sah aus für mich wie ein Locher halt einfach mal und kein Griff. Also für mich war es ein Locher. Ganz klar. Aber jetzt müssen wir gucken, wem was gehört. Die Blondine. Oh, okay, fail. Ich dachte, wir können selber gucken, wo was hingehört. Oh, fail. Okay. Wir tun es, glaube ich, erst rein und dann müssen wir. Okay, ordne die Gesichter den passenden Körpern zu. Ziehe dazu ein Gesicht einfach auf ein anderes. Das wollte ich ja schon gleich am Anfang machen, ne? Gott. Dieser Ton ist einfach richtig beängstigend. Hier ist irgendwie Körperbau von einem Mann, finde ich. Yeah, du bist falsch. Warum bist du falsch? Ah. Ach so, das war auch ein Mann. Yeah. Wir haben einen Fall gelöst. Oh, jetzt kommen wir zu einem Gruselvideo. Here's something you probably didn't know. My last victim worked at a specific enterprise. Look into it, won't you? Oh, and detective, you're welcome. Ha 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 ha. Ich finde hier so alte Karten richtig cool, ne? Ein spezielles Unternehmen. Ich frage mich, warum keiner der Leute, die ich interviewt habe, das erwähnt hat. Yeah, wir fahren jetzt einfach mal dahin. Arbeitsplatz des Opfers. Ah, okay. Interessantes Bild.
Okay, dann schauen wir mal, was wir heute so finden bei ihr. Oder bei ihm. Oder bei beidem. Spaß. Okay, jetzt schauen wir erstmal eine Maske. Beine. Ich habe Beine gefunden. Ein Mieder. Eine Zigarette. Körperöl. Für die schönen Stunden im Leben. Okay, du bist auch keine Körperöl. Bist du ein Körperöl? Oder du? Du bist ein Körperöl. Okay, die Peitsche, Leute. Jetzt wird's interessant. Oh weh. Eine Handschelle. Eine Plüschhandschelle. Eine Kreditkarte. Ein Hündchen. Eine Knöchelkette. Ein Objektiv von einer Kamera. Und ein Spielzeugklavier. Yeah, wir haben es geschafft, ohne einen Tipp zu gebrauchen. Yeah. Oh, wir sind einfach die Besten. Hallo, hallo, ich will zurück. Hallo. Ich möchte wieder auf meinen Arbeitsplatz stampfen. Zu meinem Arbeitsplatz stampfen. Oh, aber die Schatulle schaut schon cool aus, ne? Es fehlen Tasten. Oh, wo kann ich die denn nur finden? Kann mir die Sachen auch angucken? Mein erster Fall als Break-ins and sightings of hooded people. Maybe I'm losing my mind, but I keep feeling that it's the murderer. It's all part of his plan to make us frustrated and panicked. But we have to keep calm and deny him that small victory. Okay. Mit dem Geschäftsmann. Dann schauen wir doch mal bei ihm vorbei. An seinem Arbeitsplatz. Beziehung zum Opfer. Guter Freund. Oder etwas mehr. Dieses oder etwas mehr ist nicht schlecht. Hat was. Also, wir suchen erstmal einen Umschlag. Eine Jungfrau. Haha. Ha. Ha. Wie schaut denn eine Jungfrau aus? Kugelschreiber. Kugelschreiber. Wie ist nur ein Bleistift? Schade, dass man nicht so ein bisschen noch mehr bewegen könnte in den Spielen. Essstäbchen. Klaviertaste. Büroklammer. Ein Kaffeebecher. Hier ist es zumindest aufgeräumter. Ein Herz, das habe ich vorhin schon gesehen. Einen Ring. Eine Waage. Ach, Jungfrau, das Zeichen jetzt hat. Hm. Ein Ring. Eine Waage. Und die Pillen. Ach, der Kugelschreiber fehlt noch. Hier ist keiner drin. Das ist ein Messer. Oh, ich dachte, das ist ein Messer. Aber was sucht denn ein Messer auch in einer Aktentasche? Es ist viel schlauer, wenn da ein Kugelschreiber drin ist. Warum bist du da nicht selbst drauf gekommen? Aber ehrlich. Oh Mann. Wir haben jetzt neue Nachbarn und die raspeln gerade drüben, glaube ich, die alte Tapete ab. Also wenn ihr das hört, tut's mir leid. Aber ich kann da leider auch nichts dafür. Ist halt nun mal so. Ich muss auch damit leben. Für mich ist es genauso schlimm wie für euch. Und ich wette, ihr hört's nicht mal. Aber ich hör's. Und es lenkt ab. Wollte ich nur mal gesagt haben. Also neue Nachbarn, solltet ihr das mal sehen. Ihr seid schuld. Das Eis. Was bist du? Eine. Ach, okay, das war auch eine Klaviertaste. Schokolade. Jede Frau braucht Schokolade. Schoki? Schoki? Normalerweise finde ich die jetzt sofort, egal wo die im Haus ist. Ich finde sie. Schoki! Und die Chips.
Alles, was ein Herz begehrt. Ein Stern, ein Feuerzeug. Und natürlich den Diamanten, den der sich wo befindet? Hier. Ein Glas Bier. Eine Palme. Bist du eine Palme? Nee, du bist keine Palme. Hier ist eine Palme. Bloody Mary. Und Erdnüsse. Also Bloody Mary ist Tomatensaft mit Alkohol, glaube ich. Mit Wodka, soweit ich weiß. Auf jeden Fall Tomatensaft. Drum heißt er Bloody Mary. Weil es mir eine Geschichte gab. Aber da könnt ihr euch mal googeln, bevor ich was Falsches erzähle. Jetzt hat das mit Blut zu tun. Ja. Die Taste habe ich gleich gesehen. Eine Jacke, eine Tasse, einmal Wein. Toh, gut, ne? Eine Spinne. Als ob ich als Kommissarin die Spinne mit der bloßen Hand anfasse, wenn die so eklig ist. Hoppergas, kein Thema, ja? Aber mit der bloßen Hand dann so eine eklige Spinne, nee. Würde ich nicht tun. Bäh. Also, dann brauchen wir einen Besen. Eine Trommel. Zigarettenschachtel. Das sind die Zigaretten. Ein Halstuch. Eine Glühbirne. Hallo, Glühbirne. Ich kann ja leider nicht hier hoch. Finde ich denn eine Glühbirne? Also die Tasche ist schon mal hier, ja. Eine Glühbirne würde ich ja beim Licht vermuten. Bist du eine... Oh Gott, das dunkle Ding war eine Glühbirne. Und ein Trommelpedal. Yeah, auch wieder ohne Tipp mal geschafft, weil ich einfach immer viel zu voll bin zu warten, dass ich die Sachen alleine löse. Aber mein Gott... Ich bin so gut im Schätzen, wo Sachen reingehören, ne? Unglaublich. Ach, eins, zwei, ach, zwei fehlen noch. Ich dachte, es sind nur drei Sachen. Ich hatte schon gewundert, warum hier so viele Bilder sind. Julia hat mich wieder kontaktiert. Dann fahren wir mal zu ihr. Ein Mikrochip. Wo ist denn der Mikrochip? Der ist ja ganz klein. Oh mein Gott, dieses blöde Geraspel von drüben, das nervt mich jetzt schon. Jo, läuft. Klar, ich kann aus meinem Bildschirm eine Waffe rausziehen. Wenn das möglich wäre, würde ich nicht mehr vor die Tür gehen, ganz einfach. Dann würde jeder Depp sich irgendeine Waffe nehmen. Wobei, so schlecht wäre das gar nicht. Ich würde mir einfach immer Essen aus meinem Bildschirm nehmen. Ein Heft. Eine Uhr. Wo ist die Dose? Die Dose, die ist dort. Ein Buch. Was ist hier ein Buch? Huch. Ein Joystick. Ein Buch. Ein Mikrochip. Wie würde ich denn ein Mikrochip zeichnen? Ah, okay. Der Schachturm. Und der Astronaut hängt hier. Die Brille dort. Und der Bonsai. Oh, optimal. Und dann gehen wir noch zu unserer letzten Stelle. Noch einmal zum Zirkus. Ich glaube, ich mag einen Zirkus. Oh, jetzt sind aber Bonbons da. Die waren vorher noch nicht da. Und der Hase lag vorher hier. Hier war jemand. Das spüre ich. Also einen Schlüssel habe ich schon mal hier gesehen. Ein Windrad, das ist noch an derselben Stelle. Oh, hier die Taste zu finden, ist doch auch doof. Hm, ach hier. Ballettschuhe. Bist du ein Ballettschuh? Nee, du bist so hässlich für ein Ballettschuh. Bananen. Ein Perlenpendel. Hier.
Die Sanduhr war letztens hier. Ach, jetzt ist sie unten. Die Brille. Ein Ball. Eine Pfeife. Der Turban, das war das hier. Ein Paddel. Das ist kein Paddel. Was das ist, ist ja auch komisch. So wie so Hörner, wo man sich aufziehen kann. Die Bonbons sehen aus, als ob die schweben würden. Oh, was ist das? Ich brauche einen Dartpfeil. Den habe ich hier. Hallo. Yeah. Ein Paddel. Palettschuhe. Yeah, gefunden. Auch wieder ohne Tipp. Ich glaube, wir kommen so richtig in Fahrt. Oh, die Geräusche, diese Schrittgeräusche, ne? Sind der Wahnsinn. Irgendwie habe ich... Oh. Okay, ich habe nicht aufgepasst. Das war ein bisschen doof. Oh nein. Okay. Dam. Oh Gott, Leute, ich bin nicht gut im Merken. Dam. Aber warum glitzerst du denn dann? 1, 2, 3, 4. Okay. 1, 2. Hier oder hier? 3, 4. Oh Gott. 1, 2, 3. Yeah. Und jetzt habe ich vergessen, wo ich klicke. Ich habe auch nicht aufgepasst. Mein Handy hat geklingelt. 2, 3, 4, 5. Oh Gott. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah! Geschafft! Nach unendlichen Bemühungen hat schlaflos die Situation vollbracht. I've left something for you in an unusual Oh mein place. Gott. A common, non-distinct place. I wonder how long it will take you to find it. Ah, finden wir schon. Wir sind super. Wir haben uns auch nach längerer Bemühung versucht, diese Dinger zu merken. Aber an dieser Stelle sage ich auf Wiedersehen. Wir machen diesmal Schluss. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ja, ich freue mich, dass ihr aber eingeschaltet habt. Also, bis zum nächsten Mal, wo wir natürlich dann diesen gewissen Ort suchen werden und hoffentlich auch finden werden. Tschüss, euer Schlaflos!